Hallo und herzlich willkommen zurück zu Battle Realms. In der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben, so halbwegs kurz vorm Ende. Freiheit! Dort gesehen, aber in dieser Folge werden wir es nicht machen. So, hier lang. Haben wir da unten noch was? Natürlich, da haben wir noch drei Lotus-Soldaten und der Turm. Ja, der Turm, der steht nicht mehr lang. Reis. Reis mitnehmen und so. Du hättest fliehen sollen. Und weiter geht's. Verstanden. Bin auf dem Weg. Verstanden. Mal gucken, bin wo auf wir dem Weg. Müssen. Barriere. So, da stelle ich mal die Hauptmenschen. Klopf, klopf. Du, wir brauchen einen Digger. Wo ist mein erster Digger? Hier. Da lang. Sieht nicht so aus, als ob da irgendwie jemand anderes rankommt. Aussteigen. Ja. Wir warten kurz und graben uns zurück. Flupp, flupp, flupp. Wir haben hier Zielgerade. Tötet die Unterdrücker! Kollegen. Da ist noch was unter der genauso wie die letzte, ein Digger. Der gräbt sich kurz darüber. Und dann ist auch hier die magische Barriere nieder. Dann lass ihn so. Vorwärts! So, Armee. Platz machen. Bin auf dem Weg. Noch mehr Platz machen. Ich gehe. Und weiter geht's. Verstanden. Nachzügler, Hauptarmee. So. Bin auf dem weiter, Weg. Weiter, immer weiter. Verstanden. Wir haben es bald geschafft und sind raus aus den Höhlen. Yeah. Hoffe ich. Verstanden. Ja. Yeah. Ein Hexer auf dem Turm. Okay, ich würde sagen. Flammenwerfer Feuer. Denen klebt das Pech an den Händen. Auf dem Weg. Ja. Wir gucken mal, was wir hier hinten so Schönes haben. Wer hätte es gedacht? Ich würde sagen, wir haben jetzt genug für zwei Einheiten. Da schicken wir einfach zwei von denen rein. Natürlich. Geht zum Glück relativ schnell. Ich frage mich gerade, was das hier ist. Na, da kommen wir noch hin. Jetzt haben wir auch die zwei Steinheini, also zwei Pechwerferheinis, Steinrüstung. Was praktisch eigentlich nicht. Macht eigentlich keine Lust. Wo sind denn jetzt die Steinmenschen? Die mit Steinrüstung. Lasst mich den Hammer schwingen! Bisschen besser gegen mein Geschütz. Nicht von davon. Da sind noch zwei Gräber. Mal zwei von ein paar Einheiten. Ja, mit Steinrüstung sind sie besser gegen Magie geschützt. Und dann Lotus Clan 1 ist der so wirklich aktiv Magie benutzt. Macht zwei Tonnen riesig und ist kein Lotus-Clan kämpft. Da sind nochmal drei von diesen Holzwerten, die meinen uns verfolgen zu müssen. Verstanden. Komm eh nicht hinterher. Bin also auf dem Weg. Ja, von meiner Seite. Das
dem lang, Weg. Lang, ja. Wo lang? Klopp, 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 klopp. Verstanden. Wir haben keine Zeit, wir haben keine Zeit, wir haben keine Zeit, wir müssen hier lang. Bin auf dem Weg. Ja, jetzt haben wir Zeit, weil die Ausdauer weg ist. Freiheit! Tötet die Unterdrücker! Freiheit! Kennen wir ja schon. Selber. Auftauchen. Eingreifen. Gut, Schalaraten. Das nicht vorhersehen konnten. Ich gehe. Gehen wir hier lang. Spürt das Feuer der Wölfe! Bin auf dem Weg! Kommt schon, Jungs. Angriff! Ja. Das war der Hebel für die Tür hier. Ja, ich gehe. In der Kampagne hat der Lotus Clan sehr viel mit Schaltern und Magischen. Es geht einfach nur noch auf die Käse. Bin auf dem Weg. Wenn du weißt, was ich meine. Flammenwerferfeuer. Jetzt muss man wieder auf die Ausdauer warten. Es ist eigentlich immer das Gleiche. Zack, zapp, 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 zapp. Bin auf dem Weg. So. Bin auf dem Weg. Jetzt noch großartig. Vorwärts. Der Weg raus. Ich gehe. Ich glaube, da kommen noch ein paar Lotus reinsteppen. Ein Hexenmeister. Ein einzelner Gräber, der sich gegen die ganze Armee wehrt. Ist zwar süß, aber hey. Wir haben jetzt einen Wolf verloren. Ich greife jetzt mal auf dieses Giftzeug. Bin auf dem Weg. Raus. Bin auf dem Weg. Aus Lumine. Ladebildschirm zwischen Sequo Hands. Greyback, we thought you were dead. Not yet, but we have little time. Even now, Yvain must be gathering her forces to wipe us out. We're too few in number. There's no way we can fight off an army. Longtooth will bring reinforcements from the other shale mines. But how will he find us? We must reach the signal tower above us. If our pitch slinger climbs that tower, Longtooth will see his flames and head straight for us. Ja, no problem, boss. Be careful. We don't have any other way to light the signal fires. If you're killed by the Lotus, Longtooth will never reach us in time. Ah, the infidels. Right where Mistress Yvain said they would be. We can't let these flea-ridden rebels escape! Kill them all! Ja, Lotus-Leute meinen uns angreifen zu können. Ja, sie können uns auch angreifen. Das ist dann Regel. Wir werden uns trotzdem kontrollieren. Trotzdem verdauen. Der muss überleben, alles andere ist unwichtig. Jo, Jungs.
Rusht mal da hoch, ohne Wenn und ohne Aber und ohne irgendwelche Sachen. Ihr wisst schon. Erledigt. Bin schon dabei. Rayback. Oh man. Our pitch slinger should climb this tower and signal to Long Two. Ich sehe es schon kommen. Und Rayback. Oder der. Ja gut, der nicht mehr so schnell. That flame should be visible for miles around. Any sign of our allies? Wait! There's someone approaching from the east. Yes! It's Longtooth! And there's a whole army of wolves behind him! Alright! Woohoo! Longtooth has great courage. I knew he wouldn't fail us. Can you see anything else? We must know what Yvain is planning. There's a small town in the southwest. I see slaves in the fields. And there's a great fortress in the southeast, blocking a pass to the mountains. That's where Yvain will be, and perhaps our sacred totem as well. First, we'll head southwest and free the slaves in the town. The Lotus will seek revenge for our victories. Nobody must be left behind. Then we'll tear into that fortress and get some answers from Yvain. Cooler Plan, Greg. Cooler Plan. Nicht mehr unterstützen. Greyback schnitzelt da oben. Wir kapiert. Verstanden. Langzahn wildschnetzelnd. So auch die Männer von Langzahn. Aha. Er prügelt sich hier wild umher. Hat sogar überlebt. What the fool, bro? Ja, die Jungs hier haben massive Problemchen. Mit massiven Problemfällen. Männer, hier lang. Die sind voll aus out of Ausdauer. Dann laufet mal. Mit der ganzen Armee. Kapiert. Aha. I can see the control lever from here, but only Longtooth could hit it from this distance. Langzahn. Jetzt rollen Köpfe. Ja, jetzt rollen erstmal nur Hebel. Sequenz inbound. So als kleiner Spoiler. Nice throw, old friend. Looks like there's some kind of commotion in the town. We've had enough of your excuses, slaves. If you can't harvest rice, then you'll harvest pain. Jetzt kommt mein Freund. Pain, huh? I could show you a thing or two about that. It's wild eye. Kill him! Ja, Wild Eye, mein Freund. Das Wildauge. Er kann Leute beschwören, das finde ich cool. Außerdem kann er seinen Wolf zum Best Greyback geben, mit dem Greyback-Wolf-Gefährten. Und eine weitere Sequenz. Aye, it's good to see a friendly face around here. I haven't seen you in the mines, Wolf Brother.
I'm a wolf, all right, but I've never been in those stinking mines. My allies in the forest kept me well hidden after the war. The Lotus destroyed my family and my home, but they couldn't catch Wild Eye. I've been stalking and killing those devils ever since. You've been hunting the Lotus for all this time? Amazing. Will you fight with us and help us restore the Wolf Clan's freedom? Are you kidding? I've waited 7 years to hear those words. Then you're welcome at my side, friend Wild Eye. Together, we'll show Yvain the Wolf's vengeance. Ja, ja, das tun wir. Mit diesem Vorschlag bin ich voll und ganz einverstanden. Für den Clan. Verstanden. Formieren uns hier. Wir drei brauchen eine Streis. Scheiße. Ja gut, wir lassen erstmal hier ein paar Bauern antanzen. Our prey went this way. Bin auf dem Weg. Hinstellen, abwarten. Für die Freiheit. Eissammler. Jetzt kommt es erst einmal, dass wir richtig ökonomisch arbeiten müssen. Wir müssen Reis ernten, wir müssen Wasser sammeln, wir müssen Reis bewässern. Also alles Mögliche tun. Wir haben auch schon eine Vielzahl an Gebäuden zur Auswahl. Hier unten habt ihr den Timer, bis ein nächster Bauer an einem Bauernhaus spawnt. Für das Rudel. Reis brauchen. Jetzt haben wir hier ein besseres Bauernhaus. Für die Freiheit. Ein näheres Bauernhaus, dass der Weg nicht so lang ist und so. Pferde können wir auch fangen. Für jeden anderen Clan werden sie als Reittiere gedacht. Nicht beim Wolf-Clan, der Wolf-Clan reitet nicht. Für den Clan. Für das Rudel. So, jetzt geht alles viel schneller. Reis, Wasser, etc. etc. Wir schauen uns jetzt erstmal den da. Du kommst jetzt hier erstmal. Na gut. Zum Hammer tragen. Ihr drei hier zum Pechwerfern. Wird du hier gemacht. Zum Berserker. Übungsplatz. Was ist das hier, oder? Steinbruch, Kampfprobe, alles klar. Du da, Übungsplatz, bauen einfach mal hier hin. Für den Clan. Und eile dir. Wir brauchen jeden Mann und jedes bisschen Kampfmaterial, was wir kriegen können. Du bist beim Verbessern. Du. Schaut euch meine Muskeln an! Zusammen mit den Pechwerfern. Da wird einem wenigstens warm! Du wirst dich hier zum Berserker bilden lassen. Der Berserker. Pechwerfer. Wird gemacht! Hier rüber. Das Wasser! Wassersammler. Nochmal ein Wassersammler. Für den Woi. Am Anfang ist es noch ein bisschen hakelig mit der Wirtschaft und so. Das kennt man ja auch aus dem Real Life. Die Wirtschaft. Los, gehen wir! Naja. Überlass überall mir. Gleich. Vorerst. Wir bilden jetzt hier erstmal ein paar Tier 3 Truppen. Also, ja, Berserker aus. Wir können 3 Stufe 1 Gruppen, zum Beispiel hier den Faustkämpfer, den Morgenstandschwinger oder halt den Werfer ausbilden. Ihn dann zum Hammerträger oder zum Pechwerfer oder zum Ballistensoldaten, das war das Wort, ausbilden lassen. Und all diese 3 können wir dann weiterbilden zu Berserkern, einer brutalen Nahkampfeinheit. Ökonomie steht so fast, uns fehlt noch ein Schieferbruch. Für das Rudel. Wofür? Natürlich für die Rüstungen. Hier kommen mal keine Bauern, das kann man hier ausstellen. Hier kommen dann die ganzen Bauern. Dann fangen wir mal hier für an. Den 1, 2, 3, 4. Berserker. Ich bin bereit. Natürlich. Überlass sie mir.
Ja, der läuft jetzt weiter zu seiner Pechwerferausbildung und dann weitergebildet zu werden. Während unsere Armee hier noch leicht bewaffnet und leicht gerüstet darauf wartet, dass der Bauer hier mal fertig wird. Wenn der Bauer fertig wird, können wir weiter gucken. Ich bin bereit. Jetzt kriegt ihr doch noch eine Rüstung, eine hübsche. Und für das Gute. Wir müssen hier zahme Wölfe ausbilden. Für so, den Woi. Zum Morgenstandschwinger, vom Morgenstandschwinger zum Übungsplatz, vom Übungsplatz dann in die Kampfprobe und von da aus dann in den Schiefersteinbruch und von da aus hierher. Jetzt kriegen wir schwere gerüstete Soldaten. So, ihr 3, 4, 5. Wir warten jetzt noch ein Pferd ab. Wo ist er? Da ist er. Er schlägt erstmal das Pferd nieder, voll die Tierquälerei hier. Voll mies. Und jetzt wird das Pferd verfüttert, damit raus ein. Ich sehne mich nach frischem Fleisch. Die holen wir uns direkt ab. Ich bin unsere Armee. Ein bisschen größer. Die Wölfe, die hier haben, naja, Angriffspower. Gut, es gibt Schlechteres. Ich bin bereit. Zum Beispiel Soldaten auf Pferden. Manche Clans haben Einheiten, da ist es richtig gut. Andere Clans haben halt nicht so tolle Reiter. Ich bin auf dem Weg. Gerade hier der Lotus-Clan, wenn die mit Reitern kommen, hast du eigentlich schon so gut wie gewonnen. Denn es gibt nichts Dümmeres als Lotus-Leute auf Pferden. Überlasst sie mir. Halt mal, was haben wir denn da? Ich bin bereit. Gruppe 1. Wir reißen hier den Turm ein. So. Jetzt etwas, was uns bisher noch nicht so wirklich betroffen, bekümmert oder was auch immer hat. Hier diese Punkte, das sind Young-Punkte. Damit können wir zum Beispiel hier Verbesserungen kaufen. Könnten. Wenn wir wollten. Sobald der Berserker hier fertig ist, werde ich Pflege machen, weil dadurch reduzieren wir die Kosten, die in diesem Gebäude benötigt werden, um Leute auszubilden. Und so wie ich das sehe, würde ich sagen, machen wir den ganzen Scheiß in der nächsten Folge von Battle Realms. Bis dahin, meine Freunde, auf Wiedersehen.